Die Ländereien der Zwischenwelt zerfallen seit dem Zerbrechen des Elden Rings und die Zufahrt zum Berggipfel der Riesen ist stark verschneit. Bitte fahren Sie vorsichtig. Und damit herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Es wird immer schlimmer alles. Der Wahnsinn nimmt überhand. Ah, herzlich willkommen. Wir sind, wie schon gesagt, wir sind am Berggipfel der Riesen. Haben in der letzten Folge unser Schwert ordentlich aufgemodelt. Wir haben ein bisschen was noch loremäßig in Erfahrung bringen können. Und jetzt führt uns der Weg, naja, wahrscheinlich zu dieser Schmiede, mit dessen Flamme wir den Erdtree, das ist auch ein berühmter Musiker der 70er, Erdtree war fantastischer Saxophonspieler. Na, auf jeden Fall suchen wir diese... Oh! Oh. Grant access to the Halic Tree. Wo ist denn das jetzt alles schon wieder? Ich habe das Gefühl. Also ich erinnere mich natürlich an Latenna. Das ist die gute Dame mit dem Wolf, die Elvin Norrick Woman. Oder wie man im British English auch sagt, Women. Oder Always. Wir sagen, wir hauen immer hier die Knöchel zu Klump. Wenn wir den treffen. Oh oh. Machen wir ihm denn gut Schaden? Geht so, ne? Also ich glaube, der ist im unberittenen Kampf einfacher. Oh, einmal hier zwischen die Beinchen. Aber der hält auf jeden Fall mehr aus als seine Kollegen bisher. Der ist nochmal ein anderes Level. Hält uns aber nicht auf. Hält uns ganz bestimmt nicht auf. Ist er dead? Nee. Jetzt ist er dead. Schön. Schön, dass er tot ist. Jetzt überlege ich, in welche Richtung gehe ich denn am besten? Ist ja eigentlich egal, ne? Welche sieht denn vielversprechender aus? Weißt du, was ich jetzt einfach in die, weil ich in die Richtung gerade geguckt habe. Reiten wir da einfach mal lang. Wir sind ja hier offensichtlich noch ein bisschen in dieser Schlucht gefallen, bis wir den Weg nach oben finden. Man sieht hier auch nicht viele Gegner, außer diesen großen Golems. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben, sind das Golems. Hier oben rechts geht's noch rein. Warte mal wieder ab. Wie gesagt, ich find's... Ich finde es bedeutend einfacher, den nicht berittenen Kampf anzugreifen. Irgendwie funktioniert das einfach besser. Kann ich schneller die Schläge auf seine Knöchel ansetzen? Dann ist er auch schneller gestaggert. Da führt uns alles einfach schneller zum Ziel. Zeit ist Geld und Geld ist knapp. Was bist du denn? Ich habe gerade noch gesagt, hier sind sonst keine Gegner. Was machen denn die kleinen Halbmenschen hier? Viel zu gefährlich hier. Da hinten sehe ich irgendwas leuchten. Ah, der Kollege hier wird natürlich aufstehen. Oh, der hat aber eine andere Waffe, ne? Au! Unhöflich. Also wirklich. Bin ich aber grantig. Ich frage mich, ob die Riesen diese Golems geschaffen haben. So als... Naja, die Riesen das halt so machen. Als Wächter für die Schmiede. Oh. Wollte gerade sagen.
Stirb bitte. Oh, da hinten sehe ich nochmal goldene Saat. Wir könnten auch nochmal gucken, ob wir genug goldene Saat für einen weiteren Heiltrank haben. Ah, hier ist wieder so eine Statue. Ich weiß immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Hm. Aber na gut. Dann holen wir uns mal die goldene Saat hier. Zum Glück sind wir in die Richtung geritten. Und dann ist die Frage, wo lang jetzt? Wobei, die Frage wurde sehr schnell beantwortet. Hier runter bringt uns überhaupt nirgendwo hin. Hier geht es auch nirgendwo hoch. Dann nehmen wir mal da hinten den Weg da hoch. Wir könnten natürlich, warte, lass mal gucken. Genau, wenn wir hier rechts eine Straße entlang reiten, hier gibt es nochmal eine Karte. Das wäre ja schon mal eine große Hilfe, zumindest einen groben Rahmen zu haben, wie das Gebiet aussieht. Ah, da oben ist auch wieder ein Bonfire, da können wir direkt schauen, ob wir genug goldene Saat haben. Wer weiß, wer weiß. Krass, das ist ja eine richtig lange weiße Schneewüste. Gut, welche Farbe sollte sie sonst haben? Wir können wieder mit ihr sprechen, mit Lina. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountaintops of the giants, far above the clouds. I know I'm asking you to commit a cardinal sin. But it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? Ja, was bedrückt mich, dass ich dich offensichtlich, oder dass du dich offensichtlich opfern sollst für dieses Vorhaben? 5 goldene Saat. Hatten wir aber. Sehr schön. Okay, mehr können wir mit ihr nicht. Ja, scheiße. Ganz knapp nur. Entschuldigung, Melina ist nicht gegen dich. Ich habe einfach nur nicht gut nachgezählt. Komm, hier packen wir einfach 3 von denen drauf. Ja, easy. Jetzt noch einmal ein Level reindüseln. Genau, dann packen wir das doch. 300 Runen fehlen uns. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, wenn ich die Probleme jedes Mal an der Kasse hätte, wenn ich bezahle. Gott sei Dank bezahle ich aber ja immer mit Karte. So. Nur aber bitte. Stufenaufstieg, einmal Kraft. Danke gerne. Bitte. Okay. So, mal ganz kurz orientieren. Wir haben ja auch... Komm, wir machen das einfach mal hier mit. Ich wollte gerade gucken, ob man auf dem Mond irgendein bestimmtes Mal sieht, was noch so ein bisschen Lore gibt. Also, hier ist ein riesiger, zugefrorener See. Also, ob das ein See ist, ist jetzt mal dahingestellt. Das könnte eine Kirche sein, da hinten, die Ruine. Hier ist nochmal so ein Türmchen. Da kommen wir dann auch hoch. Okay, dann kommen wir da zu dem Earth Tree. Also, nicht zu dem großen, sondern zu dem niederen Erdenbaum. Hier oben kommen wir auch lang. Da sehe ich ganz komisches. Was ist denn das? Okay, da sind auch ein paar Gegner unterwegs. Dann würde ich sagen, wir gehen als erstes mal zu der vermeintlichen Kirche da hinten. Das heißt, über den See einfach mal drüber. Warum kann ich hier so eine Koop-Session starten? Ist hier irgendwo ein Boss, von dem ich nur noch nichts weiß? Das ist ein großes Areal, ne? Würde mich nicht wundern, wenn da nochmal ein richtig dicker Boss kommt. Bisher ist alles gut. Alles entspannt soweit. Wir reiten einfach weiter. Wir tun so, als würden wir von... Ne. Wird ein bisschen windig. Borealis, eisiger Nebel. Alles klar, Kollege. Oh. Das ist aber knifflig. Ich sehe ja gar nichts. Aua! Meine Güte! Ah,
Ach, guck mal hier. Jetzt hat man auch mal ein bisschen... Sicht. Darum war da die so diesig. Oh, geil, wie das aussieht mit diesem... Also ich finde den Qualmeffekt, der ist echt geil. Oh, 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 okay, alles klar. Der hat ähnlich wie Ezekis sein... seinen Magic Stuff um sich rum. Wir machen ihm aber gut Damage. Oh, oh. Wieder mal ein bisschen auf Distanz gehen. Oh. So, wie lange zieht das denn hier nach im Boden? Vor allem hat er jetzt schon kein Interesse mehr an uns? Naja. Ja, kannst du gerne machen. Was kommt jetzt? Scheint nichts Schlimmes zu sein. Scheint alles gut zu sein. Okay, okay, okay. Da wollen wir weg, da wollen wir weg. Von deinem Feenstaub. Haben wir Borealis eigentlich schon mal getroffen irgendwo? Oder... Ich meine, zwei Drachen sind ja weggeflogen. Von einem weiß ich nur noch einmal Smaragd. Nee, und der andere sah überhaupt nicht aus wie Borealis. Das muss ein ganz entfernter Verwandter sein. Bleib doch mal hier jetzt. Oh ja, das kommt mir natürlich sehr gelegen. Oh, wow. Wir haben ihn sogar gestaggert. Na, dann schauen wir doch mal, ob das reicht. Oh ja, tut es. Oder? Ja. Nice. Großen Gegner zu Fall gebracht. War das? Das waren 100.000 Seelen. Und natürlich auch nochmal ein Drachenherz. Wo wir in der Drachenkommunion, es gibt ja noch einen zweiten Schrein, wo wir auch noch Sachen holen können. Könnte man auch nochmal bei Zeiten vorbeischauen. Auch wenn ich den Kram eigentlich nicht benutze. Ich will es trotzdem haben. Nennt mich Geralt den Gierigen. Jetzt denken alle, dass ich Geralt heiße. Das wäre zu convenient. So, und anscheinend ist das tatsächlich eine Kirche. Das bedeutet eine Träne. Und eine Träne bedeutet stärkere Tränke. Oh, die erste Kirche von Marika. Das natürlich. Wie viele Kirchen haben wir denn jetzt schon gefunden? Das kann man ja eigentlich an der Zahl der Plusdinger unten bei den Tränken erkennen. Hier können wir schon wieder mit ihr sprechen. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Ja, bitte. In Marika's own words, hark, brave warriors. Hark, my Lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin. An epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring. For the age of the Erdtree. Okay, das klingt jetzt für mich so, als ob man hier das Zeitalter der Riesen einfach beendet hätte, um sein eigenes zu beginnen. Das ist natürlich gut. Jedes Königreich steht auf den Ruinen eines anderen. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. Till the end. Okay. So, dann Flaschen. Einmal Flaschen verstärken.
Yep, perfekt. Dann können wir... Ja, dann, wenn du gerade mal da bist. Hier gibt es auch nochmal einen Punkt in Kraft. Dann können wir die bei Zeiten mal auf Stufe 50 bringen. Das ist eine schöne glatte Zehnerstelle. Okay. Dann denke ich, dass wir hier in der Ecke alles haben. Man könnte jetzt auch hinter der Kirche ein bisschen suchen, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dieses Gebiet ist sehr, ja, straightforward. Es gibt natürlich schon seine kleinen Secrets und Ecken und Kanten, zum Beispiel da vorne da. Oh, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Was machst du denn überhaupt hier? Oh, du hältst sogar zwei Schläge aus. Na gut. Na gut, da vorne möchte ich trotzdem hin, denn... Ach, das ist einfach nur ein Adler. Meine Güte, und ich dachte schon, hier ist... Oh. Ah, aber über die habe ich was sehr Interessantes gelernt. Beziehungsweise, was heißt gelernt? Ich habe doch eine Fackel. Stabfackel? Nein. Bestienvertreibende Fackel. So, wenn wir die ausrüsten, was sagt er denn dazu? Okay. Hallo. Hallo, ist eine bestienvertreibende Fackel. Was ist eine bestienvertreibende Fackel? Die Idee geht nicht auf. Na gut. Jetzt habe ich auch noch seinen Kollegen. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mal einen erst loswerden. Yes, es ist Maria. Lass mich dich doch einfach... Was mache ich denn hier? Das ist ja schrecklich. Schlimm ist das. Da trotten sie weg. Die blöden Köter. Harte Gegner. Das sind keine harten Gegner. Schnittangriffe scharfer Waffen sind gegen gehärtete Rüstungen und Schuppen weitgehend wirkungslos. Schlagangriffe. Treffen. Schlagangriffe? Hm. Okay, zurück zu den Hunden. Das lasse ich mir nicht gefallen. So nicht, Leute. So nicht. Ah, guck mal, da hinten ist auch so ein Dingsy wieder, dass man mit Torrent da hochspringen kann. Und Gräber sehe ich gerade. Und da, wo Gräber sind, da sind auch Grabgaben. Grabgaben und Hunde offensichtlich. Das ist ja... Komm jetzt her, Junge. Gut. Alter, goldene Rune, Stufe 10, 7, alles klar. Ja gut, wir sind auch im Endgame, ne? Die können uns ja jetzt hier nicht eine Rune Stufe 1 geben. Andererseits könnten sie schon. Könnten sie schon. Machen sie aber nicht, glücklicherweise. So. Dann machen wir jetzt erstmal den rechten Hund kaputt. Den haben wir ja eben einfach wortwörtlich rechts liegen lassen. Hilfe! Okay, so, jetzt nochmal. Da ist sein Kollege. Hoah, der ging auf den Kopf. Ja, so hat das auszusehen. Genau so. Sehr schön. Ah, okay, und hier oben geht's wahrscheinlich in die Schmiede. Sieht mir jedenfalls stark danach aus. Das ist auch ein Angriff. Tschüss. Ich möchte aber, bevor ich da weitergehe, da sind auch wieder diese Feuerschnecken. Die machen hier gar keinen Sinn. Okay, da ist einer mit roten Augen.
Wo ist der denn? Entschuldigung. Ach, da oben. Hast du denn auch was oder ist das nur ein SP-Skarabäus? Ich finde das sehr schwierig, das auszumachen. Also dieses Rot und Blau zu unterscheiden, alles klar. Aber ob die jetzt eine Asche geben oder nicht, das kann ich nur sehr schwer ausmachen. Oh, da oben ist wahrscheinlich ein Siegelgefängnis. Da sind nämlich wieder die Würmchen. Auf wen wir da wohl treffen mögen. Schauen wir doch mal. Siegelgefängnis des Fürstenanwärters. Das ist Morgoth. Oh, wir werden gegen Morgoth nochmal kämpfen müssen. Ich hab's im Urin, Leute. Ah, nee. Ritter Füge der Tafelrunde. Aber Ritter Füge haben wir auch nochmal woanders schon getroffen. Wow. Wow, was? Okay, krass. Er hält nicht allzu viel aus. Der kann aber ordentlich austeilen, der Kollege. Aber den haben wir. Den haben wir super safe. Ich habe ihn einfach nur gerade komplett unterschätzt. Als ich gesehen habe, um wen es sich handelt. Das ist doch keine Herausforderung. Also bitte. Aber offensichtlich kann man sich auch täuschen. Wieso mount ich auf? Weil der Weg so weit ist. Ganz genau. Das sind aber auch Strecken, die ich hier zurücklege. Mamma mia. So, wieder zweihändig an die Sache ran. Siegelgefängnis betreten, aber selbstverständlich. Bisschen blöd, dass Marikas Pfahl so versetzt dazu ist, dass man einmal durch muss für seine Ruhm. Okay. So, den gehen wir jetzt ganz entspannt an. Okay, du heilst dich. Ich auch. Ah, willst du dich nochmal heilen? Hätte dich mal lieber geheilt. So, das ist der fancy Move. Oh, nichts mehr drin in der Flasche. Das ist ja ärgerlich. Du musst mehr goldene Saat sammeln. Alter. War aber durchaus ein fancy Move. Rettet dir aber nicht den Arsch. Ich dachte, ich hab schon vermutet, kommt da noch was? Wükes Drachenblitz, sehr cool. Achso, ich werde raus, die Pete. Ich dachte schon, was passiert jetzt? Jesus Maria, man ist ja nichts mehr gewohnt. Nichts mehr. Status Blutverlust. Geister herbeirufen. Unterstützen ist auch ganz nett, ne? Den blauen Losungsring, dass man automatisch als Hilfe gerufen wird. Finde ich aber fürs Let's Play ein bisschen störend. Deswegen habe ich den nicht aktiviert. Zumal ich sowieso das momentan nicht aktivieren kann. Irgendwo ist hier mit der Online-Komponente, die nicht funktioniert. Aber naja, ist ja... Ach, dieser Vorteil von Singleplayer-Games. Meine Güte. Die kannst du einfach ohne Internet zocken. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, aber machst du an und dann spielst du. Ist ein Segen. Was nicht heißen soll, dass ich Multiplayer oder Always Online Games nicht gut finde. Habe ich auch viel Spaß mit. Weil die meiste Zeit hat man ja auch Internet. So, jetzt muss ich mich aber mal ganz kurz orientieren. Wir könnten... Ja komm, wir gehen mal an den Marionetten vorbei. Die leider nicht mit einem Schlag down sind. Das ist sehr ärgerlich. Dann können wir nämlich mal oben an die Kirche ran. Ah, oh, da wird schon ein Schaf geschossen. Und einfach mal gucken, ob wir hier noch ein Bonfire haben.
Dann haben wir. Nee, dann müssten wir den Weg nicht doppelt laufen. Da wird schon wieder geschossen. Wer schießt denn da? Wie ich auch aussehe, diese Feinde, die mal rausgucken. Ach, da oben der Kollege. Komm mal her. Hm? Schön auf den Knöchel mit dem Schwert. So, die anderen interessieren mich aber nicht. So, und hier können wir nämlich untersuchen. Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Alles klar. Das ist ganz offensichtlich eine Anspielung an Seath the Scaleless aus Dark Souls 1. Da hattest du nämlich auch nicht Schneeflocken. Ja, doch, auch Schneeflocken, glaube ich. Und so Kristallfluppel. Die irgendwo runtergefallen sind und dann aber halt liegen geblieben sind. Mitten in der Luft, so schien es. Das war einfach ein unsichtbarer Weg. Und anscheinend hast du den Spaß hier auch wieder. Oh Gott, nein, ich habe über 100.000 Seelen. Okay. Soweit, so gut. Herunterfallender Schnee. Ja, komm, den nehme ich mal noch. Nehme ich mal noch auseinander, wenn er hier schon so bereitwillig steht. So, jetzt ist aber die Frage, ich hüpfe einfach mal hier runter. Tja, da steht jetzt auch noch der Typ, aber... Sieht nie so aus, als würde hier Schnee liegen bleiben, oder? Was ist denn da unten? Ha. Huh. Da würde ich auch noch gerne hin. Da ist auch nochmal... Ach nee, da war ich. Das ist der... Das goldene Bäumchen. Da war ich schon. Dann werde ich... Ja, dann werde ich hier den Weg mal angehen. Dann kommen wir nämlich zu der Karte. Damit wir hier mal ein bisschen das Areal aufgedeckt haben und auch mal sehen, was hier abgeht. Tja, und dieser Hinweis mit dem liegen gebliebenen Schnee oder fallender Schnee offenbart Unsichtbares? Hm. Weiß ich ja nicht. Jetzt muss ich hier wieder durch die Hunde, aber da kann ich auch einfach am Rand vorbei. Irgendwo muss das nochmal vorkommen mit dem Schnee. Also Augen auf, Leute. Wenn ihr was mit Schnee seht, dann ruft. Oh, wieso? Oh, hier ist nochmal ein Bonfire. Das ist ja sehr bequem. Dann können wir hier natürlich nochmal gerade leveln. Wir werfen aber mal vorher... Komm, alle drei hiervon rein. Nochmal 15.000. Wir werden aber mehr brauchen für zwei Level. Wir werfen mal die 10 ein. Ich glaube, das gibt mehr. Oh, 25.000. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das reicht. Darum werfe ich auch noch die 2 mit rein. So, das wird doch jetzt wohl für zwei Level reichen, oder? Stufenaufstieg. Einmal Kraft. Und einmal Stärke. Und das geht sehr gut auf. Und wir können nicht mit Melina quatschen. Okay, hier hat sie uns nichts zu erzählen. Dann schleiche ich hier einfach mal durch die Mönche. Der hier rechts hat aber schon sehr lange meditiert. Der ist tiefgefroren. Bei 220 Grad Ober-Unterhitze für 15 Minuten in den Backofen. Dann ist der wie neu. Ja, da hat ein Kollege mitbekommen. Boah, mit einem Schlag. Das ist ja ein Traum. Das ist natürlich ein Traum. Großartiger Schlag. Hier wird aber auch bestimmt irgendwo noch ein...
ein großer Moppel auf uns warten. Ja, da oben sehe ich schon mal einen. Ist aber ein normal großer Moppel. Nicht diese übergroßen Moppel. Ihr wisst genau, wen ich meine. Weg. Und... Na, 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 na. Mach nix. So ist gut. Ah, guck, genau den meine ich. So ein Vulkanmoppel halt. Au. Alles klar, so. Dann gehen wir davon erstmal weg. Hab keinen Bedarf daran, jetzt noch irgendwie... während er da seinen Ausbruch hat. Das ist wirklich mal ein Wutausbruch. Komm, beruhig dich. Ist aber auch ein geiles Charakterdesign, oder? So, war's das? Ah, weg da. Fetti. Ich habe schon gegen Smaug gekämpft, da hat noch keiner an dich gedacht, Kollege. Da geht's oben rein. Hier sind noch mehr von den Mönchen nach da oben. Aber ich will die, glaube ich, erstmal auseinandernehmen. Guck mal, den Kollegen kriegen wir vielleicht gebacksteppt. Das wäre natürlich ein Träumchen. Oh, das tut ihm aber gar nicht so weh. Wow, was ist das? Alter! Was sind denn das jetzt hier für Spells? Die war da aber noch mal in der Ausbildung, ne? Da ist eine kleine Fortbildung für... Steinschwertschlüssel. Juhu! Uiuiui, hier nochmal Feuermönche. Okay, das hat sie da oben nicht interessiert, das ist gut. Wobei, die eine Tante bewegt sich jetzt. Erstmal die beiden hier ab. So, dann den Kollegen hier oben. Naja, mach du mal, ne? Gaga-Move, ganz toll. Leider bist du tot. So, dann einmal die Tante hier. Ich gehe jetzt einfach da weiter oben entlang, die beiden links. Die lasse ich mal sitzen. Ich höre auch einen Skarabäus. Skarabäus, Skarabäus. Skarabäus, Skarabäus, Skarabäus. Hä? Hängt der irgendwo an einem Baum? Hä? Der muss doch hier irgendwo sein. Hallo? Wo ist dieser Skarabäus? Hm. Na gut. Dann lasse ich den Skarabäus Skarabäus sein. Da oben hängt er. Die olle Sau. Ah. Kriegsasche. Ansturm des Prälaten. Okay, hier geht's über eine Brücke. Ganz offensichtlich über... Ist das eine Kette? Okay, das ist einfach eine Riesenkette. Krass. Oh ja, da möchte ich rüber. Da gibt's die Karte. Hohoho, das will ich haben. Bitte stütz nicht ein, Kette. Bitte bleib standhaft. Hier sind die ganzen Riesen aus dem Loading-Screen, die wir schon mal gesehen haben. Alter, krass. Die sehen wir, glaube ich, zum ersten Mal so, oder? Also jetzt in Natura, mehr oder weniger. Karte Berggipfel der Riesen Ost. Alles klar. Uff, was ist das denn hier für ein Riesending? Okay, das gibt es noch zu erkunden. Und dann gibt es einfach auch noch den Teil. Ach du Scheiße, wir haben noch richtig viel vor uns. Crazy, hätte ich nicht gedacht.
Aber gut, dann sind wir erstmal. Oh. Da vorne scheint noch ein Mini-Riese zu sein. Aber wir schauen uns in der nächsten Folge erstmal den. Oh, wie das aussieht mit den Wolken hier oben. Uiuiui. Wir schauen uns da hinten erstmal die kleine Burg an in der nächsten Folge. Und schauen mal, was die für Geheimnisse für uns bereithält, ne? Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.